Was? Toadette sieht mit diesem schwarz-rosa Look voll gut aus. Ja, ich finde die eigentlich auch stylisch. Es macht auch Spaß mit Toadette. Ach, weil Lisa das gefragt hat. Hat man als Vollzeit-YouTuber überhaupt Zeit für Urlaub? Ja, doch, 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 auf jeden Fall. Also vorproduzieren kann man ja auch. Ich habe Let's Plays, von denen habt ihr noch gar nichts mitgekriegt. Ich habe jetzt erst wieder ein Let's Play vor einer Woche oder sowas angefangen, privat aufzunehmen, weil ich mal Zeit hatte. Da konnte ich nicht streamen, aber ich konnte abends wenigstens mal ein Part aufnehmen oder sowas. Aber für den ganzen Stream hat es halt nicht gereicht. Da habe ich tatsächlich schon Videos aufgenommen, Let's Plays gestartet oder Let's Play Videos aufgenommen, die von denen ihr noch gar nichts wisst. Ne? Also von dem her kann man schon vorproduzieren. Und ich gehe ja auch in Urlaub und dann kommt jetzt trotzdem was YouTube-mäßiges rüber. Nur Streams geht halt nicht. Außer wenn man unbedingt im Urlaub streamen möchte, ne? Wenn es halt gut klappt. Boah, okay, das sieht mega gruselig aus. Okay. Okay, hier ist nichts, okay. Alter. Kann ich an den ziehen? Ja, ich kann an ihn ziehen. Noch mehr Gegner, an denen man ziehen kann. Das finde ich toll. Jetzt kriegen wir oftmals dieses komische Dings, ne? Oh Gott! Oh! Alter! Oh, Hilfe! Oh Gott! Ah! Guck mal! Handyspiele? Nein, nee. Ein richtiges Let's Play. Von einem richtig mega geilen Spiel, was ich hoffentlich auch mal als komplettes Let's Play raushauen werde. Also wirklich als komplettes Let's Play fertig machen werde. Und dann hoffentlich ihr auch genauso Feuer und Flamme für dieses Spiel sein werdet als ich. Aber, wie ich. Das Ding ist nur, dass es halt eben ein Spiel ist, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob es bei euch gut ankommt. Und nein, ich werde euch nicht verraten, welches Spiel das ist, weil ich will ja nicht jetzt schon mal was anteasern, was vielleicht nie fertig wird, welches Let's Play, ne? Deswegen, ich habe aus meinen Fehlern gelernt, nicht immer wieder was anzufangen, was ich am Ende nicht durchziehen kann. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Oh, stimmt, ich könnte ja eigentlich mal hier holen, ne? Wobei, nee, wir wollen das ja schon richtig machen. Oh Gott, okay. Oh Gott, Alter. Alter. Oh Gott. Jetzt geht's ja langsam echt ein bisschen schnell hier. Sollten wir mehr Zeit lassen. Zeit für ein Quiz. Was kann man in einer Seifenblasenform tun? Schmutz abwaschen? Pusten? Seifenblasen pusten? Was? Seifenblasensprung? Wie viele Gumbas hast du schon besiegt? Was weiß denn ich? 69, weil es eine geile Stellung ist. 72. Wie viele Münzen zahlt man im Laden? Hä, was, wie? Mit welchen Münzen? Achso, mit Poplin-Münzen, Blumen-Münzen, oder? Warte. Oh Gott, ich hatte recht. Wie heißt die Welt, in der sich dieses Level befindet? Das weiß ich. Das ist Fungiminen. Ich kann einfach alle umbringen. Ist auch gut. Alle nacheinander. Wie ist der Schwierigkeitsgrad dieses Levels? 3 Sterne? Ja. Oh Gott. Wenn man alle richtig beantwortet, kriegt man dann nochmal einen, oder? Wie habe ich noch? Oh Gott, ich habe die erste Münze verpasst. Ja, toll. Geh weg. Ich habe die erste Münze verpasst. Ui, okay. Warte mal. Spawn die Gegner wieder. Da war was. Guck mal, wie Mario da steht. Boom, boom. Scheiße, die Gegner spawnen nicht mehr. Gibt's hier noch einen anderen Gegner, den ich nach oben schmeißen kann? Warte mal. Ich muss mal kurz was gucken. Ah, nee, scheiße. Ich kann nicht nach oben spawnen. Schmeißen kann ich. Ach, Mist. Dann habe ich schon wieder was verpasst. Das gibt's doch nicht. Ja, hab das dann. Wie lange drehen ich die Kackdinger? Ich mag gerne Abwechslung bei Let's Plays, mal Action, mal Cozy. Ja, ich auch. Und das, was ich jetzt angefangen habe, ist auf jeden Fall deutlich actionreicher. Okay, stimmt. Ich könnte eigentlich das Viech noch
nochmal benutzen. Warte mal. Warte mal. Erstmal das, das hier wegmachen, genau. Dann muss ich den da hinten wegmachen. Hä? Das ist doch nicht die Stelle, die ich meinte? Ach so, das war noch gar nicht die Stelle, die ich meinte. Stimmt, hier kommt man jetzt diese Blume nochmal. Muss ich das Quiz jetzt nochmal machen? Was? Was passiert, wenn man einen Rolf berührt? Schaden? Rolf ist... Welches sind denn die... Verlieben? Rückstoß? Schaden? Ja. Was kann man im Laden kaufen? Alles. Wundersamen, Königssamen, Superpilze. Wundersamen. Okay, man muss wirklich nur drei. Da oben werden ja die drei angezeigt. Mit welcher Blüte fliegt man in den Himmel? Mit einer Propellerblüte? Schwebeblüte? Ja. Nein! Propellerblüte! Ach, scheiße. Was kann ich in Bohrform hineingraben? In was kann man sich in... Also, Höhlendecken, Blöcken... Ja, Höhlendecken. Wenigstens sind immer wieder andere Fragen. Das finde ich gut. Baupenner. Oh, danke schön für den Raid, Leute. Ich muss gerade rätseln. Wie viele Abzeichen besitzt du? Habe ich keine Ahnung. 15? Scheiße, 16. Ja, einer zu wenig. Kacke. Selina und Baupenner, hallo an euch. Welchen Münzen zahlt man im Laden? Warte, das sind Blumenmünzen. Oh Gott. Ich habe das eigentlich schon gemacht, das Quiz. Jetzt muss ich das nochmal machen. Ja, hallo an die Raider da draußen. Ich verkack gerade. Könne live dabei sein. Toffi durchdreht. So, warte mal. Hier war so eine Stelle. Ja. Baupenner, danke schön für den Follow. Und ein wahnsinnig krasser Name übrigens, ne? Voll normal. Hallo an dich. Und danke für den Follow. So, warte mal. So. Warte, ich brauch den da. Ich brauch den. Brauch dich. Dankeschön, voll normal. Dann muss ich an den Ding-Film denken hier, an den Tom Gerhardt-Film. So, warte. Ah, toll. Dafür habe ich mir den ganzen Stress gemacht. Oh Gott, uah. So. Hihi. Ihr Trottel. Ihr kriegt mich nicht. Kommt man da unten hin? Oh, muss man so in die Röhre reinkommen? Oh Gott, warte mal. Ich muss mal kurz warten. Da muss man bestimmt in die Röhre rein, oder? So, Moment. Ach so, warte. Trick 17. Der Name bringt die meisten zum Lachen. Das ist doch super. Oder willst du das nicht? Also, falls du das willst, ist das doch super, oder? Okay, geschafft. Nur die erste habe ich verpasst, verdammt. Toffi, brauchst du langsam mal ein Raid-Alert? Ja, ich weiß. Ryan, du musst mir mal erklären, wie man das einstellt. Ich habe das noch nie gemacht. Es tut mir leid, Baupenner, dass ich dann den Raid-Alert nicht richtig vernünftig gemacht habe. Das liegt an meiner Inkompetenz. Der Name sagt eigentlich schon alles. Bau und Penner, oder? Laurita, hey! Hast du nicht heute Geburtstag? Ich frage lieber nochmal nach, bevor ich jetzt den Happy Birthday sage, was am Ende falsch war, ne? Hast du nicht heute Geburtstag? Bekommen wir hin. Okay, super. Also, Laurita, Happy Birthday! Und dann auch noch deinen 30., ne? Lass dich feiern. Wirklich. Viel, viel Spaß beim Geburtstag feiern. Da wird bestimmt was ganz, ganz Tolles an Geschenken herumkommen. Und falls dir jemand was Billiges geschenkt hat, sag ihm einfach, schick ihn einfach nach Hause und sag, komm mit etwas Besserem wieder nach Hause. Zu mir. 37? Ah, ich dachte, der 30er. Wer hat denn das geschrieben mit dem 30er? Das war doch gestern irgendjemand, der hat geschrieben, dass 30 wird. Dann war das, dann habe ich das verwechselt. Ich dachte, der 30er. Entschuldigung! So, also, das mache ich jetzt für Laurita. Verschnaufpause, Piranha, Musikraum. Guck mal, die Musik ist jetzt für dich, Laurita. Die Musik ist jetzt für dich. Ich dachte, da kommt jetzt noch mehr Musik an.
Ach so. Oh. Freust du dich? Auch wenn es jetzt nicht ganz so musikalisch gewesen ist, wie ich es gehofft hätte. Aber ich hüpfe noch ein bisschen länger rum, weil ich die Mütze nicht kriege. Ist auch für dich. Ich glaube, das war am 30.10. Geburtstag haben. Hä? Aber nee, das stimmt ja auch nicht. Das ist ja am 25. Nee, irgendjemand hat gesagt, dass die Person 30 wird. Irgendjemand war das. Okay, damit hätten wir alles hier erledigt. Hier ist bestimmt noch irgendwo ein Secret, oder? Nein? Was? Irgendwo ist hier was. Siehste, sag ich doch. Ich meine auch, aber ich weiß auch nicht mehr, wer es war. Nein, dass die Person am 30.10. Geburtstag hat, weil wir ja über Ryans Geburtstag gesprochen haben. Aber kann ich natürlich auch verwechselt haben. Wie gesagt, also irgendjemand hat, glaube ich, gesagt, dass die Person 30 wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Kann auch am 30.10. nochmal gewesen sein. Also quasi das auch, diese Tatsache. Aber es hat auf jeden Fall irgendjemand... Ich kaufe mal wieder ein bisschen was, ne? Es wird jemand bald 30. Das habe ich jetzt noch mitgekriegt. Bin wieder da. Mustang Schrimp, du darfst gerne wieder mitspielen, wenn du möchtest. Ich möchte gerade ein bisschen Geld ausgeben, nachdem ich gerade so verkackt habe. Matthias, hallo. Ach Quatsch, ich muss eigentlich noch das Level nochmal rein. Ich muss die erste Münze finden, ne? Stimmt. So, jetzt habe ich gerade Pech mit den Dingern. Ah, ne, hier, was Neues. Bin da, wer noch? Muss ich mal wieder gucken, ob mein Sohn das abfeiern würde? Der ist noch nicht mal 4. Ob er das mögen würde, die Dinos? Meine Mutter hat damals als Pflegemutter... Nee, nicht als Pflegemutter, als... Wie nennt man das? Nicht Pflegemutter, sondern... Ja, halt, wenn man aufpasst auf ein Kind, während die Mutter gerade am Arbeiten ist. Eine andere Mutter passt auf das Kind auf, während die eine Mutter, die richtige Tagesmutter, danke Jana, danke schön. Genau, meine Mutter hat als Tagesmutter gearbeitet und da haben wir tatsächlich, wir etwas älteren Kinder, mein Bruder und ich, haben die Dinos geguckt. Und anscheinend haben wir dadurch das andere Kind, das bei uns halt eben da gewesen ist tagsüber, ein bisschen traumatisiert. Das fand das überhaupt nicht lustig. Aber ich, Entschuldigung, also, jetzt, da kommt man noch ein Level. Ich fand das jetzt nicht so schlimm. Das war doch das, ne? Wo ich das Ding noch finden muss. Ja. Die erste Sternmünze muss ich finden. Lila Coin! Danke, Lauri. Genau, Tagesmutter. Und der war 4, glaube ich. Und der fand das total gruselig. Ich verstehe das gar nicht. Das sind doch Dinos. Die sind doch 5. Das gleiche wie im Europapark. Da gibt es eine Dino-Bahn. Die war bisher immer ganz normal Dino-Bahn. Ne? Also waren halt Dinos da. Und jetzt mittlerweile wurde die tatsächlich... War das die zweite hier? Hä? Das heißt, die erste ist irgendwo am Anfang? Ich muss neu starten. Okay, da haben sie tatsächlich diese Dino-Bahn im Europapark umfunktioniert. Da gibt es jetzt nicht nur Dinos, sondern eben auch ein... Die sind verkleidet worden als Omis und so irgendwie ganz niedlich gemacht oder sowas, weil eine Oma da irgendwie so eine Kuchen-Geburtstagsparty reinmacht oder sowas. Irgendwas in der Art und Weise. Wo ich dann echt gedacht habe so, okay, musste das jetzt sein? Ich habe keine Ahnung, wo die erste Coin sein soll. Vielleicht hier oben? Bei dem Viech da? Warte mal, da ist ja auch was. Haha! Ich hab sie! Jetzt nur noch durchrushen! Okay. Oh Gott! Alter, war das gut. Das war jetzt echt risky. Ja, also auf jeden Fall sind die Dinos jetzt alle verkleidet und sehen aus wie von Oma eingekleidet und fressen alle Kuchen und dann stinkt es da die ganze Zeit nach Honig und ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte. Ganz ehrlich. So. Oh. Aua. Aber ich will halt schnell durch, das ist das Problem. Wenn man zu schnell alles machen will, ne? Warte. Da ist nichts, okay.
Warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht war das vom nicht die Mama traumatisiert. Hä? Da müsste doch eigentlich einfach nur hingehen und seinen Eltern mit einer Bratpfanne auf den Kopf schlagen. Was traumatisiert denn das? Das findet doch ein Kind bestimmt doch total lustig, wenn man seinen Eltern mit einer Bratpfanne auf den Kopf schlagen kann, oder? Also ich glaube, das wird ein Kind total lustig finden. Nicht die Mama, nicht die Mama, nicht die Mama. Ich fände das mega lustig als Kind. Toffi, ihr habt auch einen Feiertag an Halloween, so wie ich. Nee. An Halloween habe ich keinen Feiertag. Ich habe Feiertag am 1. November, also am Allerheiligen. In Baden-Württemberg haben wir da an Allerheiligen. Ich glaube, manche Bundesländer haben an Halloween und manche haben eben am Folgetag sozusagen. Siehst du, Lauri sagt es auch, in NRW haben sie auch am 1.11. Halloween ist für mich ganz normal. Wobei, ich bin selbstständig, da ist sowieso, gibt es keine Feiertage. Mit Kind sowieso nicht, weil Kinder, wenn Kinder da sind, heißt Feiertag einfach nur, Kind geht nicht in den Kindergarten. Das heißt, da hast du sowieso Halbarbeit sozusagen, wenn du so willst. Und auch wenn du selbstständig bist, hast du sowieso keine Feiertage. Brownie, was? Ihr habt keine? Hallo übrigens, Brownie. Ihr habt keine Feiertage, weder Halloween noch Allerheiligen. Oh, es gibt auch noch Bundesländer, die weder noch haben. Das wusste ich nicht. Ich dachte, eins von beiden hätte man. Okay. Berlin hat keinen davon. Oh, aber ihr hattet doch den Weltfrauentag, oder nicht? Hattet ihr nicht so einen besonderen... Hattet ihr nicht so einen besonderen Dingtag? Warte mal, das ist jetzt hier... Schwierigkeit 2, da gehen wir jetzt rein. Ihr hattet doch so einen besonderen Feiertag oder sowas, den kein anderer hat, oder war irgendwie irgendein Special Day. Den hattet ihr, den hat dann aber kein anderer. Eine Feuerblume. Okay. Komm ich denn jetzt hoch? Also. Wahrscheinlich. Oh Gott, oh Gott. Ach so. Ah, von Licht gehen die weg. Oh, das ist aber eine coole Idee. Gab es die schon früher? Oder ist das neu? Frauentag haben wir mittlerweile. Ja, siehste. Oh no. Hallo, Hessen hat auch nichts. Sag mal. Was ist denn mit den Bundesländern los? Können die nicht mal sich gegenseitig helfen? Und die Feiertage einführen? Einführen, auch so ein Satz, den du beim Arzt bei einer Rektaluntersuchung vielleicht nicht so gerne hörst, ne? Okay, warte mal. Oh Gott, Alter! Alter, die Tür verfolgt mich. Oh Gott, und sie kann springen! Alter, okay, da hinten ist irgendwas. Uah. Was für eine gefräßige Tür. Okay, warte mal, ich mach mal das Licht an hier. Aber das gilt hierfür nicht, okay. Oh Gott. Dieses Level macht mich wahnsinnig, ne? Ah, geht nicht. Uah. Kann ich das Licht nochmal anmachen? Nee, kann ich nicht. Shit. Ja, Mann, ich musste doch irgendwie da durch. Hilfe. Ich sehe nichts. Oh Gott. Alter, na, schnell. Schwein gehabt. Hups. Ah. Schnell Licht anmachen. Alter. Nein. Weißt, er hat Spaß. Er wird ja auch nicht von Geistern gefressen. Okay. Uah. So, hier nochmal kurz Licht anmachen, damit wir nicht genervt werden. Oh Gott. Ja, warte. So. So. Alter. Dieses Level, ne? Halloween. Happy Halloween übrigens, Leute. Jetzt wisst ihr Bescheid. Okay, da unten ist irgendwas. Ah, ich habe gesagt, da unten ist was und geh nicht hin. Ich trottel. Ah! Die Geisterlevel sind die besten. Also, es macht auf jeden Fall mega Spaß. Aber, es macht mich trotzdem wahnsinnig. Und... ich habe definitiv was vergessen. Erstens habe ich das Ding nicht gefunden, den Wundersamen da. Und zweitens habe ich hab ja schon, ich habe ja noch gesagt, dass da unten irgendwas ist. Ich wusste ja nicht, ob... Seit dem Jubiläum vom Reformationstag hat Schleswig-Holstein an Halloween frei. Aber dann wahrscheinlich nicht an Allerheiligen. Siehst du mal. Vielleicht nur die katholischen Bundesländer.
Baden-Württemberg und Bayern gilt ja als ziemlich katholisch, ne? Vor allen Dingen Bayern. So, wir müssen da nochmal rein. Wir haben in Niedersachsen nur den 31.10. als Feiertag. Und das aber auch erst seit 2018. War es echt jetzt? Siehst du, dann können. Komm, Brauni, Petition einreichen. Dann können die anderen, dann kann Berlin ja jetzt auch langsam mal anfangen, ihr das hier, Halloween oder Allerheiligen, eins von beiden, zu bekommen. Setz dich mal dafür ein. Andere Bundesländer machen das doch auch. Erst seit 2018 in dem Fall. Oh, warte. Und. Blink! Ich habe sie umgebracht. So, warte mal, eins muss ich noch kurz gucken. Also die zweite war es. Die zweite Coin haben wir verpasst. Also hier ist die erste. Hier war nichts drin. Da kommt die gefräßige Tür. Genau, wir müssen da hinten hin. Aber wie komme ich da hinten hin? Hä? Wie kommt man da hinten hin? Weil hier ist ja zu. Da komme ich nicht durch. Kann ich die töten? Ach, und dann darf ich da durch? Alter, die Tür existiert trotzdem noch? Ja, das kann ich ja nicht riechen. Deswegen sollte man es auch ausprobieren, Toffi, ne? Yeah, stirb, Geist. So, oh Gott. Happy. Ich sehe den Licht, das Licht nicht richtig. Warte mal. Okay. Da oben? Ach, da oben ist auch noch was, warte. Ah, Mist. Ah, wie kommt man denn da ran? Warte mal. Alter, wieso schaffe ich das nicht? Ah, ich könnte es auf die andere Seite versuchen. Ich trottel. Ja, warte. Ich geh mal auf die andere Seite. Jui. So. Entschuldigung. Aber es ist cool, das Level. Die Ideen sind super. So, Charakter wechseln und Skill wechseln. Mach ich gleich, Mario. Du musst hier mal all deine Punkte immer sofort ausgeben. Du kannst doch den anderen auch mal die Chance lassen, was wechseln zu lassen hier. Deine armen Punkte. So. Nur nicht sterben nochmal. Das macht Spaß. Ui. Oh, oh. Das war risky. So. Warte mal, ich muss das jetzt gucken. Genau, die Wunderblume fehlt uns ja auch noch. Siehst du? Okay, hier, zack. Hups. Ja, da brauche ich nicht gerade. Ist da unten noch was? Das sieht so auffällig aus. Feuerblume, sage ich nicht. Wunderblume. Sollte überall so sein. Männertag ist ja auch überall. Hä? Männertag ist überhaupt nicht überall. Wo, hä? Feiert man den Männertag? Wann ist denn Männertag? Hä? Oh Gott. Machen die Musik? Nächtliche Buhu-Oper. Oh Gott. Oh, cool. Alter, ist das geil. Eine Oper. Oh, ist das geil. Immer schön umdrehen, damit er nicht zu nah kommen kann. Alter, ist das eine geile Idee. Die Musik, ey. Oh Gott. Oh, schnell einsammeln. Hui! Christi Himmelfahrt. Das ist Vatertag. Das ist nicht Männertag. Hä? Es gibt Weltfrauentag und es gibt Muttertag. Wenn es das gibt, dann muss es aber auch den Männertag und den Vatertag geben. Das ist was anderes. Männertag. Ja, nur weil Männer da anfangen zu feiern, obwohl sie keine Väter sind, heißt das noch lange nicht, dass es der Männertag ist. Ich könnte Vatertag feiern gehen, aber andere nicht. Manch andere. Ne, Brownie?
Es sei denn, du hast schon ein paar Kinder da draußen. Wer weiß. Okay, jetzt sind wir hier. Wieder da. Na dort. Ui! Ja, noch mehr Feiertage. Woo. Es saufen auch die Männer, die keine Väter sind. Ja eben, macht ja keinen Sinn. Aber Muttertag feiert komischerweise keine Frau, die keine Mutter ist, oder? Oder liebe Frauen da draußen, habt ihr Muttertag schon mal gefeiert, obwohl ihr noch keine Kinder habt? Oh Gott. Sehe ich auch so mit Vatertag. Ja eben, es ist, ich habe tatsächlich auch noch nie den Vatertag gefeiert. Selbst in den letzten 3 Malen, wo ich es hätte feiern können. Ich habe ihn nie gefeiert. Also, juckt mich nicht.